So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars. Wir sind ja mit dem Droiden jetzt hier zu unserer... Ja, Mandantin ist es nicht. Mal gucken, ob ich den jetzt hier wegbekomme. Achso, der hat so... Muss ich holen, bevor der Alarm schlägt. Ahnen die Rebellen, dass sie gefangen werden wollten? Nicht mal im Traum. Nicht von... Naja, das ist ja ziemlich unkonventionell. Wir hätten ihr Schiff einfach sprengen sollen. Zu auffällig. Dann kann ich von dem nicht die Waffen aufnehmen? Ich verstehe, Kommand. Hier spricht Admiral Akbar. Ich rufe die Invincible Faith. Sie wissen mittlerweile, oh, Admiral Akbar, nice. Das Allianzschiffe ins Galaxie. Den kennt man ja. Dadurch lenken wir die Aufmerksamkeit des Imperiums von Sallust ab. Oh, hier sind sie. Die Rebellen glauben immer noch, wir haben keine Ahnung von der Sallust-Sache. Sie wissen nicht, was sie auf Endor erwartet. So muss es auch bleiben. Wenn die Rebellen die Nachricht entschlüsseln, bevor ich sie lösche, ist alles verloren. So, erstmal eine Waffe nehmen. Achso, muss ich rückholen. Ich glaube, ich spiele mal im Third-Person-Modus. Kann ich wenigstens mal ein paar Leute abknallen hier. Wir fliegen nach Thalos und stoßen zum Rest der Flotte. Ist das Prinzessin, ja? Koordinaten vom Captain Center. Bereiten wir den Hyperantrieb vor. Was? Er ist nur ein Rebell. Okay, jetzt muss ich schießen. Das ist eh egal. Solange nichts aus Heck geht, ist alles safe. Ich lasse mich hier irgendwie. So, den haben wir uns noch. Das Löschen der Nachricht wird einen Alarm auslösen. Bereit machen zur Exfiltration. Verstanden. Verschlüsselte Infos gefunden. Okay, los geht's. Und jetzt geht's los. Die imperiale Flotte fliegt zur anderen Seite von Endor. Dort warten wir auf den Rebellenangriff. Löschung erfolgt. Die Rebellen werden nichts finden. Achtung! Ein imperialer Häftling ist geflohen. Sie ist extrem gefährlich. Findet sie! Agent Task, es wird Zeit. Beginne Vorbereitung. Okay. Jetzt sind zwei Versuche auf uns. Und gehe zum Exfiltrationspunkt. Hier gibt's neue Waffen. Bin unterwegs. Auch. Ja, komm her. So, jetzt geht's los hier. Ah, fuck, fuck, überladen. Ich weiß nicht, wie viele hier kommen von denen. Aber ich renne erstmal weiter. Na komm, mach auf. Achso. Hier. Ich kann auf die Tür schießen, um wieder zu schließen. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich die hier wegbekomme. Hat man, ich muss darauf achten, dass ich die überhitze. So, wie kriege ich das jetzt wieder zu? Egal, weiter. Wie lang? Nicht mehr viel Leben. Scheiße, scheiße, scheiße. Bisschen kurz regenerieren. Hier weiter. Okay, wir müssen hier rein.
Hier muss ich rein. Jawohl. Ach nee, fuck. Komm ich nicht durch. Fuck, wo muss ich lang? Hier. Und Gas, Gas, Gas. Warum ist das Schiff so groß? Du musst was für mich hacken. Komm, bald nicht. Oh, eine Twilight. Komm. Sesam, öffne dich. Los. Ich bin nicht durch. Jetzt ist es offen. So. Okay, hier ist die Rettungskapsel. Jawohl, wir haben es geschafft. Sehr schön. Das ist natürlich sehr geil. Commander an Deck. Rühren. Mission erfolgreich, Commander. Und ohne Verluste. Sie sind also immer noch die Nummer 2. Oh, das eilt nicht. Ich kann warten. Agent Miko, die Sprungberechnungen waren perfekt. Danke, Ma'am. Ich hoffe, die Landung war erträglich. Hatte schon Schlimmeres. Weißt du noch den Jarvis-Angriff? Das verfolgt mich immer noch. Kontaktiert den Admiral. Ja, Commander. Und die Nachricht? Die Position der Flotte ist sicher. Heute stirbt die Rebellion. Ja, und dann nochmal herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars Battlefront 2. Einige Zeit später. Endor, Schaufenster. Holen Sie mir den Inferno-Trupp. Commander Versio, Meldung. Wir sehen ein Bergungsteam der Rebellen, kommen aber zu spät, um die Saboteure zu ergreifen. Wie ist der Status des Todessternschildgenerators? Schlimmer als erwartet. Keine Chance, sie wieder flott zu bekommen. Dann ist unsere Kampfstation angreifbar. Rebellen eliminieren und Rückkehr zu Corvus. Der Plan des Imperators muss klappen. Ja, Sir. Haas kommt mit. Und Miko, wir brauchen Deckung. Ein Ziel, direkt voraus. Mir folgen. Verstanden, Commander. Statusbericht? Sag General Solo, das wird dauern. Sieht halt alles hier übel geil aus. Und den kloppen wir erstmal dumm. Vorsicht, Commander. Einzelziel auf dem Weg voraus. So, was ist das hier? Was zum Hacken? Mal gucken. Mhm. Eine verbesserte Version von Frontkämpfer, die die Laufzeit verlängert, den du Gegner besiegst. Achso, man hat ja auch Sternkarten, das ist natürlich geil. Dann rüsten wir das natürlich aus, ne? So, und zurück zum Spiel. Wenn das hier vorbei ist. Und da hinten geht's weiter. Ich sehe zwei Stoßtrupps. Einen am Bunker, der andere kontrolliert am gefallenen Kampfläufer. Gute Arbeit, Agent.
wir übernehmen. Scan das mal für mich. Da muss eliminiert werden. Okay, das sind 4, 5. Okay, das sind sogar relativ viele. Das machen wir mal eben hier. Warum schreit einer? Noch mehr Rebellen. Auf mein Signal warten. Ja, komm mal. Schade, dass ich den hier nicht... Ach, den kann ich schocken, glaube ich. Das ist ganz cool, natürlich, den kann ich... Okay, jetzt kommen sie. Das ist ein bisschen blöd. Seht ihr sie? Scan die Gegend. Egal, komm. Einmal scannen. Hören wir die uns halt so. Okay, top. Der eine Truppe ist schon mal weg. Das heißt, jetzt den zweiten Trupp. Der ist hier oben. Oh, Leute. Oh, das war gar nicht gut. Schön durchs Feuer gelaufen. Scan nach Bedrohungen. Versteckt er sich wenigstens sehr wohl. Da hinten komme ich leider nicht dran mit dem Druiden, jetzt kann ich den schocken. Aber dann schocke ich erstmal den hier. Commander, Rebellenverstärkung nähert sich. Den holen wir natürlich auch noch weg. Feuer frei, alle Ziele neutralisieren. So, top. Ja, Commander. Verstanden. Ach, da hinten müssen wir hin. Dann holen wir uns die mal eben weg. Ich höre noch keinen. Ach, jetzt sehe ich sie. Jetzt höre ich sie. Ist immer noch relativ weit weg. So, die sind schon mal weg. Und jetzt hier den hier noch. Sehr schön. Und von da oben kommen sie noch. Fuck, die treffe ich gar nicht von hier. Ach, von hinten auch. Jetzt kommen sie von überall. Ich dachte, wir hätten die ausgeschaltet. Okay, alle weg. Super. Gesichert. Okay, das waren niemals alle. Die Rebellen müssen schon weitergezogen sein. Sollten wir auch. Wir sind bei Plattform 4. Gibt's da einen Shuttle? Nein, das sind nur TIE-Jäger. Umso besser. Wir sollten vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wie viele Rebellen hier sind. Nein, wir erledigen sie genau wie den Rest. Heute radieren wir diesen Abschaum ein für alle Mal aus. Du, das war's dann mit dem Todesstern. Los jetzt, Agenten. Wir können später trauern. Wir müssen jetzt weiter. Los! Wir folgen, Commander. Wir müssen zur Plattform 4 und diese TIE-Jäger sichern. Sonst kommen wir nicht zurück zur Corvus. Ja, das aber auch erst in der nächsten Folge. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und hört rein. Ciao!